Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier in der Nähe von Diamond City. Ich bin überladen und das bedeutet, Cotsworth, du kriegst wieder einiges ab. Zum einen diese Pistole hier. Ich weiß nicht, warum dieses Zeug alles da ist. Das müsste eigentlich doch drauf sein. Also auf der Waffe drauf sein. So, dann werden wir mal. Das kommt weg. Das kapiere ich eben gerade nicht, warum das ganze Zeug da ist, ne? Ich hätte es wahrscheinlich nicht herstellen dürfen. Alles nehmen, verlassen, lagern. Ich werde es jetzt einfach lagern. Da habe ich sicher was verkehrt gemacht. Das ist halt, wenn man das erste Mal sowas macht, dann kann sowas halt schon mal passieren, dass man da ein bisschen Blödsinn macht. So, kurzer Lauf kommt weg. So, das Bein, das und das. Dann da unten gibt es irgendwas. Ja, Raider klumpert. Das kommt alles weg. Dann den Schlagring können wir theoretisch wegtun. Was brauchen wir noch nicht? Da ein Gewehr hiervon. Das. Dann das. Dann das. Das können wir noch belassen. Müsste gut. Müsste gut sein. Wieso habe ich denn das bitte nicht? Die Waffe. Mach schon wieder verkehrt. Nicht ausgerüstet. Ja. So, schön, ich kann wieder laufen. Dann schauen wir mal, können wir hier rein irgendwo mal? Nö. Das gibt's ja nicht. Wo sind denn die Watschka? Hier echt nicht sein, oder? Vielleicht da drüben irgendwie? Da ist wieder so eine Statue. Da müsste ich doch schon zu weit sein, oder? Ja, eindeutig. Da gibt's ein Haus. In das Haus dürfen wir rein. Und wenn wir das geschafft haben, dann sind wir richtig. Also ich vermute ganz stark, dass es doch hier sein muss. Aber wo? Aha, da geht's weiter vielleicht. Wo sind wir da? Was rennt denn da rum? Nein, das sind wir auch falsch. Gib viel Spinne, das gibt's ja nicht. Da müsste es doch wirklich die eine Gasse gewesen sein, wo wir die paar Hampelmänner da ins Jenseits befördert haben. Hier oben wird ja auch nichts sein, ne? Was haben wir da? Eine Schere. Supi. 5 mm Patrone, glaube ich. Ja, und das war's auch schon. Ach, herrje, herrje, Mine. Haben wir da irgendwas noch? Ne. Sauber gestreifter Anzug. Bastenbuggel. Gibt's hier irgendwas? Nein. Scheiße. Das ist blöd. Und hier rauf?
Nö. Auch falsch. Ja, wo sind denn dann die Raider? Irgendwo hier müsste der Eingang sein. Nee. Da drüben vielleicht? Und ich bin ganz sicher der richtige Mann für den Job. Da! Nein, das ist wieder was anderes, oder? Das dürfte wieder was anderes sein. Mist, verdammter! Das ist auch nicht richtig. Nein. Das ist nicht richtig. Das ist für später. Mist. Mann, ey. Aber wir müssten... Es muss hier irgendwo in der Nähe sein. Das gibt's nicht. Na los, hör auf zu laden. Perfekt. Da. Vielleicht reicht es auch, wenn ich mal... Aha, warte. Hier rein. Ich sollte einfach mal da auf der Karte schauen, ne? Wo es hier... Ah ja, da geht's weiter. Ja, ich bin einfach zu dämlich, ne? Oh. Jesus Maria! Boah, den hat's zerlegt, ne? Oh. Aua! Du! Stirb! Wah, 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 wah! Alter, Alter! Ja, 30 Mal verdrückt, ne? Oh. Alter, Alter, Alter! Huh! Ne? Kleiner, dreckiger Bastard. Ist sie hin? Kotzwerf, geh weg. Jetzt ist sie, glaube ich, hin. Blöde Kuh, echt? Ja, bitte, und von wo schießt der Kerl? Wow. Ein Moment. Da musste ich mal... Nochmal? Da musste ich mal kurz niesen. Entschuldigung. Von wo bitte wird denn da geballert? Geschütz? Alter! Boom, hat's gemacht. Muha. Geht ja. Alter. Dreimal niesen und dann geht's schon wieder, ne? Ich ess mal was. Puh. Geht ja. Würstel da, ne? So. Was haben wir hier für eine Krochen? Irgendwie hat er da mir was falsch ausgewählt. Nehmen wir halt die wieder. Ja, ja, das sind wir schon richtig. Als wäre gut halt looten noch, ne? Hehe. Kinderspiel, aber da muss man einfach zugreifen. Ja. So ist es. Wo ist da drüben? Stört die Alte. Oh, ruck. Passt. War. Wenn, welches Gesicht haben sie denn da aufgespießt? Also echt, die haben auch einen Knall. So. Waffe. So, irgendwie habe ich da einen Schmarrn gemacht. Also, Quee. Hierhin. Dann die taktische Pistole. Die ist ja ausgewählt. Wo ist denn jetzt eigentlich... Mir fehlt eine Waffe. Ah, die habe ich ihm wahrscheinlich gegeben. Kotzi, ich muss mit dir reden. Brauchen Sie etwas mehr? Ja. Du hast aus Versehen eine Waffe von mir. Ja, du hast eine Waffe von mir, die brauche ich wieder. Bam. Schneller, das ja. Genau, das brauche ich. Dafür kriegst du von mir das, das. Was kann ich dir noch geben? Ja, natürlich, die Rüstung wieder, ne?
Da kannst du, weil das hat kein Gewicht, das kann ich behalten. Genauso wie die leichte Kleidung, die geht auch noch. Aber das Raider-Klumpert, das muss ich dir leider geben. Er wird auch bald voll sein. So. Ich sollte vielleicht die Kleidungsstücke nicht mehr mitnehmen, ich weiß auch nicht. So. Gut, dann nehme ich. So, wo ist jetzt die Waffe? Warum zum Teufel kann ich die nicht auswählen? Ich werde narrisch. Ey, das geht so nicht. Ich will dann schnell Dingens haben. Verflixt und zugenäht. Gib mir den jetzt. Grr. So, hat es jetzt hingehauen? Ja, jetzt hat es hingehaut. Perfekt. Also, rein in die gute Stube. Ne? Vorbereitung und so. Also, da drin müssen wir jetzt alle umballern und dann sind wir fertig. Gut. Kennst du noch mehr solche Geschichten? Wie viel Zeit hast du? Ach, ja, ich kenne ein paar. Mal überlegen. Vor ein paar Jahren, als ich Klatsch noch nicht kannte, fand ich jemand da? Na, da ist niemand. Komm mal her, du Fixer! Das ist ja wieder klar, ne? Dass sie mit sowas kommen. Geht, das ist echt scheiße. Da willst du mal schön ballern, nix ist. Kotzwerf ist einfach zu auffällig. War das jetzt Not, dass du nicht triffst, Mädel? Jetzt versteck dich halt mal. Ich sehe nicht mal, wo jemand ist, ne? Ja, da verbrennst du einfach. Geh scheiße, diese Molotow-Cocktails sind kacke. Ich werde jetzt auch gleich mal welche rüberschmeißen, echt. Wieso drohe ich eigentlich damit? Machen wir es doch einfach. Ich werde doch schon mal irgendwie was treffen. Wahrscheinlich sterbe ich wieder, weil ich mich selber damit umbringe. Mann, wofür habe ich denn so viele? Ja, und wie jetzt? Ich will die jetzt verwenden. Na, jetzt habe ich wieder verdrückt. Bäh. Jetzt komm, das kann jetzt aber... Ich werde wieder sterben. Ich werde wieder sterben. Ist eh wurscht. Das gibt's jetzt ja nicht. Hallo? Bitte. Ich will jetzt einen Molotow-Cocktail haben. Ja, bitte. Also, quer. Dahin. Geht das? Bist du damit einverstanden? Nee, das kannst du vergessen. Wie kann man nur so spinnen? Wie kann man nur so stur sein? Jetzt liegt er auf dem zweiten Platz. Ne? Und er nimmt's nicht. Dahin. Oder ich mach schon wieder was falsch. Also zwei. Ja, natürlich haut das nicht hin. Bitte, was ist denn das für ein Rückstoß? Da triffst du gar nichts. Ja, da kommt schon was. Du kannst nicht ausweichen, du kannst gar nichts machen. Mir reibt schon wieder auf, ey. Ich möchte das werfen können. Wieso darf ich den Molotow-Cocktail bitte nicht werfen? Blödes Arschkopf-Ding, echt. Es muss ja möglich sein, dass ich das werfen darf. Oder eine Splittergranate. Unfassbar. Nee, kannst du vergessen. Jawohl. Da draußen ist wer. Jawohl. Machen wir es eben so, ne? Ist der jetzt hin, oder? Los, wenn du dich traust. Wo
bist denn, du Doppel? Komm her. Na komm. Der ist gestorben, aber komisch halt. Schau dir mal seine Füße an. Ja, und wo ist das Chopperl jetzt? Keine Ahnung, scheinbar. Na gut, jetzt haben wir ausgeschaltet. Das heißt, das speichere ich jetzt gleich mal. Bäh. Na? Halt. Scheint hinter der Wand zu sein. Das heißt, wir können hier ein bisschen plündern, falls noch was gibt zum Plündern. Den Einkaufskorb können wir mitnehmen. Ja, das ist hinter der Wand. Ja, ich komme nicht weg, weil Kotzwerf immer hinter mir steht. Der Kerl ist einfach zum Kotzen, echt. Kotzwerf verschwindet einfach. Echt. Steht immer blöd hinter mir rum. Das ist nervig, sowas. Das ist richtig nervig. Aber immer hinter mir stehen. Dass du ja nicht weit kommst. Ne? Und wie ist das jetzt bitte gegangen, dass man hier eine Granate schmeißen konnte? Der Gegner? Ah, selbstgebastelter Stolperdraht. Okay. Ich verstehe schon. Den hat es dann da drüben auch gegeben. Ja, ja, drum löse ich das aus. Ist schon klar. Ist das Klump jetzt entschärft? Ja. Na, großartig, ne? Die Patronen, die Pistole, ja, nehmen wir alles mit. Vorsicht! Was Vorsicht? Mich hat jemand gesehen? Stolperdraht gibt es jetzt aber keinen. Na, servus, da schaut's aus. Gleich konzentriert, darum bete ich gerade ein bisschen wenig, aber das wird sich wohl hoffentlich gleich mal ändern. Einkaufskörbchen, was haben wir da? Nix. Modische Brille. Sonnenbrille. Kleiderbügel. Alles klärchen. Was ist denn da los? Warum? Du Chopper. Chopper, Kotzwerf, echt? Was machst du da, Kotzwerf? Was machst du da? Oh. Glaubst du etwa, du kannst dir gewinnen? Nein. Ich gewinne gar nichts mehr. Hast dich verpisst, was? Ja. Aha, der ist hinter der Tür. Wenn ich sie aufmache, dann geht es wahrscheinlich um. Ah ja, was soll man machen? Ja, lauf nur weiter. Was, das ist eine alte auch noch? Ich hab den ganzen Schrott da. Weißt du, die sind noch da? Nein, hat keinen Sinn mehr weiter zu suchen. Ich mach ja Vorteil, dass ich auf dich aufpasse. Ein Filzhut. Wenn man so aufmachen kann. Ja, ja. Kotzwerf, echt. Da ist noch so ein dämlicher Einkaufskorb. Kleiderbügel. Noch so ein Korb. Da, das nehmen wir auch mit. Aber da muss man einfach zugreifen. Jo. So ist es. Dann hier. Ist ebenfalls kein Stolperdingens. Keine Falle. Da haben wir. Vorkriegsgeld. Da sind ein paar Kleiderbügel. So. So schön langsam fühlt man sich ja wieder sicher, ne? Die Registrierkasse ist wertlos, da ist nichts drinnen. Kleiderbügel. Gut. Dann hier noch schnell umschauen, dann einmal speichern.
Ja, Patronen, sehr schön. Aha, das war direkt ein Geschützturm, okay. Alter, was klopft da so? So. Da ist auch keine Falle. Nein. Boah, bin voll vorsichtig. Zu vorsichtig. Ich weiß, aber... Ey, geh weg. Kotzwerf. Das war gerade übel. Brustkorb. Knochen des rechten Arms. Im Ernst. Wenn das nicht mal zu einer Quest gehört, oder? Ich trage zu viel mit mir herum. Ja, wie immer, ne? Kotzi, komm mal her. Psst. Kann ich... Ja. Leise. Der redet da mit voller Lautstärke, ne? Ist der schwer? Nein. Sind die Körbe schwer? Nein. Puh, dann wird der Rüstung weg, ne? Würde ich meinen. Raider-Geschichte. Da. Sehr gut. Weg mit dem Graffel. Haben wir da noch irgendwas von dem Zeug? Ja. Ja. Naja, das war jetzt auch nur für den hohlen Zahn. Dann müssen wir da oben doch noch ein bisschen was von der leichteren Rüstung wegtun. Eine Metallrüstung, okay. Hier. So. Da geht jetzt ein bisschen geht wieder. So, dann gehen wir hier hin. Dann tun wir speichern. So. Und dann machen wir mal vorsichtig die Tür auf. Na, Falle? Nix Falle. Alles klärchen. Okay. Da geht's auch noch. Und dann geht da drüben jemand. Okay. Okay. Alles klar. Jawohl. Das wär's. Morrows Rattenfleisch und Mentat. Mentat. Gut. Scheiße, was war das? Ja. Da war's von tot. Alter. Würdest du was treffen, bitte? Alter. Alter! Noch wer? Hör auf! Hm, hier scheint aber Ruhe zu sein. Was haben wir da? Knochen des rechten Arms. Das ist ja fürchterlich. Ich verstecke mich mal ein bisschen. So, eine Schreibmaschine. Kronkorken, taktisch schwerer Impro. Sonst besser abhauen. Hey. Ja, ja, schon gut. So, haben wir da noch was drin? Ein Safe. Schauen wir, ob es geht. Okay. War. So. Okay. So vielleicht? Oh, nein. Ganz drüben? Nein. So vielleicht? Ja. Ja. Was haben wir da? Patronen, Pistolen, vergoldetes Sturmfeuerzeug und Vorkriegsgeld. Gut. Katschanga. So, Rüstungswerkbank. Können wir schnell was basteln, oder? Ohne Extras verfügbare Mods. Schön. Standard und ohne Extras. Geht da überhaupt irgendwas? Nein.
Was ist mit dem Arm? Nichts Persönliches. Ohne Extras geht auch nichts. Rechter Arm. Schaut auch nicht aus. Wäh. Hier irgendwas? Nein. Aber hier. Gestützt. Okay, das ist auch schon alles. Hey. Leichtbau. Na, da geht auch nicht wirklich. Ne, da kannst du vergessen. Okay. Ein Terminal. Ich bin ganz sicher der Richtige. Jaha. Willkommen beim Termlink von Robco Industries TM. Passwort erforderlich. Ach, nicht schon wieder. Okay, was könnte es denn sein? Create. Ah, fertig machen lassen. Nein, ist natürlich falsch. Puh. Lens? Aha, Glens. Hoppla. Puh. Das vielleicht? Nein, der letzte. Hier? Nein. Mal ein bisschen warten. Ja. Ein bisschen warten. Inzwischen können wir hier ein bisschen schauen, ob da noch was gibt. Was zum Teufel war das? Nix, ich habe nichts gemacht. Dann nehmen wir alles mit. Den Ventilator nehmen wir mit. Bah, Kotzwerf, Alter! Das Jet wird dich nervös machen. Schätzchen, er hatte recht. Alter! So, geht's schon wieder? Ja. Das hier geht auch nicht. Jetzt komm. Nein. Was könnte denn noch gehen? Alter. Was hatte ich denn schon? Wie schön. Ja, sehr schön. Safe-Steuerung. Passwort korrekt. Perfekt. Ja, das Schloss bitte aktivieren. Sehr schön. Autorisiert. Schließmechanismus aktiviert. Juhu, sehr schön. Was? Verschlossen? Deaktivieren. Unverschlossen. Dann hat sie gepasst. Ich trottel. Gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Mit dem Safe. Ach so, das war mit dem Safe. Ich bin einfach nur ein Trottel. Das hat schon gepasst. So, die Bierfläschchen nehmen wir mit. Dann werde ich auch mal was futtern. Wo halte ich denn das hier? So. Und dann geht's eben weiter, ne? Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Huch, falsche Taste. Dass ich hier mit dem Gewehr nicht so gut umgehen kann. So. Aha, okay. Hier gibt's nichts. Nein. Ich sollte auch wieder speichern, bevor ich wieder alles versemmel. Alter! Arschloch, dreckigs. Ich versteck mich nirgends. Wo bist du? Ah, das wird Kotzwerf sein, ne? Geh her, auf damit. Geh. Gib her das Klump. So, ja. Wo ist die kleine Schlampe hin? Wie redest denn du mit mir, Arschkopfdreckiger? So, da geht nichts, da sind wir sicher. Ihr könnt sein. Warte, es wohl, du könntest dich verletzen, was? Passt, umgeschossen, den Kerl. Ist jetzt Ruhe? Passt. Gib her deinen ganzen Schmarrn. Arschkopf. So, Wein. Sehr schön, nehmen wir gern mit. Einen Löscher nehmen wir auch mit. So.
So ein fieser Fiesling. So, was haben wir da? Blastradius Brettspiel. Ja. So, Hundefutterdose, was? Hundefutter in Dose. Ein Metalleimer. Kaputte Lampe, kleine Babyflasche. Uiuiui, ui. Was noch, was noch? Da ist nichts. Da haben wir auch nichts. Schraubenzieher, Klebeband, noch mehr Graffel, Radio. Und nun eine Nachricht und mehrere von unseren Sponsoren. Safe. Das kriege ich nicht auf. Scheiße, später. Dann hier. So. Jo. Boah, das schaut's aus, ne? Aha. Da ist wieder einer gestorben. Ein Toaster. Schädelaugenhöhle. Unfassbar. Na, was schufst du mich denn hin, Kotzi? So, dann müssen wir darauf. Passt, nachgeladen ist alles brav. So. Was haben wir hier noch? Jawohl. Den können wir. Huch. Nein, warte, so. Ja, sehr schön. Schön. Klebeband, Schlosserhammer, Sicherung und Sturmfeuerzeug. Sehr schön. Uha. Ja, und 7 Erfahrungspunkte. Yippie-pura. Pro-Snap-Kamera. Okay. Dann würde ich sagen, wieder einmal speichern und auf geht's. Die meisten Läden sind tagsüber geöffnet und nachts geschlossen. Ja, sicher, irgendwann muss man auch mal pennen gehen, ne? Das ist auch heute so bei uns. Also in der heutigen Zeit, meine ich. So, boah, ne? Hui. Und ein halbes Level up haben wir auch schon wieder. Sehr gut. Waffenmods, die das Gewicht erhöhen, erhöhen auch die zum Zielen benötigte Zeit. Okay. So, hier oben scheint kein Arschloch zu sein. In Klammer hoffen wir mal. Und da hier oben dürfte dieser komische Geschützdings gewesen sein. So, her mit dem Bierli. Da unten ist auch irgendwas, ne? Ich schau nur mal, ob man da irgendwas umballern könnte. Aber schaut ja nicht so aus. Wenn du denkst, das Sofa müsste auch. Ist auch so eine Geschichte, ne? Das müsste total nass sein, wenn es sich da drauf setzt. Nö, da ist gar nichts. Boah, jetzt hätte ich Glück, dass Kotzwurf nicht nachgekommen ist. Sonst wäre ich da nie wieder rausgekommen. So, noch um die Ecke schauen. Ob es hier noch was gibt. Irgendwie nicht wirklich, ne? Hier ist irgendwie tote Hose. Weiß ich nicht. Sind wir dann hier schon fertig, oder was? Kann ja fast nicht sein, oder? Tatsächlich. Ja, perfekt, wir sind da fertig. Lol, was... ja. Was tue ich denn da so blöd rum? Kotzi, komm mal her. Verdammt, komme ich da jetzt nochmal rauf? Ich fürchte nicht, ne? Kotzi? Kannst du herkommen? Bitte? Kotzi? Das ist gerade zum Kotzi, echt. Kotzwerf? Aschkopf. Ich hätte da wahrscheinlich nicht hergehen sollen. Wenn ich da jetzt das so mache, ne, dann werde ich sterben wahrscheinlich. Verflixt. Wow. Okay, ist gut gegangen. Puh. Hi, Kotzi. Hey. Nein, nicht warte bleiben. Da.
Gottes Willen. So, handeln. So, das war wieder ein Abenteuerlein, ne? Die Schreibmaschine, die hat Gewicht. Dann, was wäre noch gut weg zu tun? Wieder bestimmt irgendwelche Rüstung. Boah, das ist viel, was wir da haben. Auweia. Puh. Ich fürchte, das wird der Arme gar nicht so ohne weiteres tragen können. Das ist jetzt natürlich blöd. So, mal schauen. Die Kamera geht auch. Der Harnisch müsste weg. Noch 100. Ja, ich habe es befürchtet, er ist voll. Au weh. Ich werde das Zeug da mitnehmen. So und so. So wie das, 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 das und das. Aber es wird nichts bringen, glaube ich, ne? Da kann auch nur gewisse Kilo tragen, ne? Nicht die, sag jetzt mal, die Itemplätze verbrauchen. Mist. Ja, da habe ich es wohl wieder sauberst übertrieben. Wenn ich das Zeug anziehe, hilft mir wahrscheinlich auch nichts, ne? Ja, kann nicht mehr tragen. Sie können doch bestimmt etwas ablegen. Ja, aber nicht so schnell. War, hör auf zum Schießen. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ich möchte wenigstens nach Diamond City. Das bedeutet, ich bin falsch gegangen. Das heißt, mal hier lang. Vielleicht habe ich ja Glück und in Diamond City gibt es eine Werkbank. Sonst habe ich ein kleines Problem. Also ich müsste jetzt nochmal hier rauf und ja. Aber der Part ist ja eh zum Glück in diesem Fall schon gleich zu Ende. Und wir können somit... Nein, da oben war keine Werkbank, glaube ich. Und wir können somit... Ja, wie gesagt, den Part beenden und ich kann einfach raufhatschen nach Diamond City und hoffen, dass ich da irgendwo eine Werkbank finde, wo ich das ganze Krempelwerk einlagern kann. Jetzt muss ich nochmal darauf, weil das ist ein bisschen ungut gerade, wenn ich das mal so sagen darf. So, hatsch schon mal durch die Gegend, ne? 30 Jahre später, dann kommen wir vielleicht am Ziel an. Das ist echt übel. Ja, ja, ich trage zu viel mit mir rum. Ich verstehe schon. Ich habe schon geschnallt. Ja. Mist, verdammter. Aber es ist gar nicht mal so schlimm. Also so schlecht. Aha. Mit uns haben sie keine Chance, aber du solltest vorsichtig sein. Ja, ich habe gerade so eine Raiderbande ausgeraidert. Ja, so nennt man das. Bin ich denn jetzt noch richtig hier? Das ist nicht der Ernst jetzt, oder? Alter! Das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Ich bin komplett falsch gegangen, erstens. Und zweitens, das war jetzt gerade unfair. Was, da oben? Nee, oder? Ich dachte, ich bin richtig. Nein, ich bin natürlich nicht richtig. Ich bin natürlich wie immer verkehrt und falsch. Kacke. Kacke, 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 kacke. Bin jetzt einmal richtig. Ja, jetzt bleibst du da geradeaus, ne? Und dann, Mann, immer falsch. Geradeaus und dann geht's weiter. Boah, es ist echt gemein, dass man nicht laufen kann, ne? Also da geradeaus, da oben ist Pfui. Ich renne ja auch wieder dahin, ne, wo ich nichts verloren habe. Wirklich nichts verloren habe. Und wo bin ich jetzt? Da, wo es eigentlich passen sollte.
Oh, warte, vielleicht da oben. Vielleicht da oben gehen, ist vielleicht besser. Ja, die hatte auch mal ihren schönen Tag, ne? Ich meine, es ist eh schon wurscht, ich bin eh schon voll wie ein Christbaum. Kann ich gleich das ganze Glump da auch mitnehmen? Boah, es ist halt echt viel Glump, ne? Weißt du was, das machen wir ein anderes Mal. Das machen wir ein anderes Mal. Wir werden ja sowieso mehr als einmal hier durchlaufen, überall, schätze ich. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo ich da lang komme, ne? Ich hoffe sehr, dass ich richtig bin. Also wie es ausschaut, ist da auch schon Sackgasse. Na freilich ist das Sackgasse. Was sonst? Und da kommst du nicht so rauf, ne? Natürlich nicht. Wenn ich da unten bin, geht mir wahrscheinlich wieder irgend so ein Saufig an, ne? Naja, der Part ist hier zu Ende. Im nächsten Part sehen wir uns in Diamond City wieder, würde ich vorschlagen. Wo wir dann schon alles ausgeleert haben, weil ich dann ganz bestimmt eine Werkbank finden werde, hoffentlich. Und dann werden wir auch die Quest abgeben und dann schauen wir mal, wo es uns als nächstes hin verschlägt. Vielleicht können wir schon in Diamond City hier Sachen erledigen. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!